Herzlich willkommen zurück. Umstellung, Umstellung, Umstellung. Warum habe ich das Video heute so genannt? Weil ich definitiv nochmal darauf eingehen möchte, dass es sehr, sehr wichtig ist, diese Umstellung zu beachten. Ich werde darüber in der nächsten Zeit auf jeden Fall auch noch mehr Videos machen, weil ich mich mehr der Umstellung widmen möchte von den Menschen selbst und auch das mit Beispielen auch noch aufzeigen werde, wie das funktionieren kann, damit man ungefähr weiß, wie die Umstellung funktionieren kann für jeden Einzelnen. Ne? Ich muss aber natürlich auch sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, für jeden einzelnen Menschen den Weg individuell anzupassen. Ich bin kein Freund davon, zu sagen, jeder macht, soll jetzt 80-10-10 machen oder jeder soll sich jetzt nach Anthony William richten oder jeder soll jetzt eine ketogene Ernährung machen. Ja? Ihr wisst selber, da draußen gibt es so viele Ernährungsrichtungen mittlerweile und diese ganzen Ernährungsrichtungen, die sind nicht dafür da, um jeden Menschen individuell zu betrachten, sondern die machen jeden Menschen gleich, was aber nicht funktioniert. Viele, die von euch schon mal Diät oder eben diese Ernährungsrichtungen auch ausprobiert haben, die merken mit der Zeit, ach, es funktioniert nicht für mich. Und ja, warum ist denn das so? Weil der Mensch nicht individuell betrachtet wird. Und das ist das ganze Problem da draußen. So ist es auch mit den ganzen Fruchtrichtungen. Nur noch Früchte essen, nur noch fasten für die nächsten 300.000 Tage. Ich möchte nochmal ganz klar sagen, dass ich das nicht befürworte, ja. Bloß weil ich das anders mache, aber man muss auch sehen, dass ich das jetzt schon über 9 Jahre mache. Und ich habe ja in dem einen Video über meine Ernährung gesprochen bei dem Ernährungsupdate. Bloß weil ich das anders mache, heißt das nicht, dass ich das für jeden Menschen so empfehle. Um Gottes Willen. Es muss jeder Mensch einzeln betrachtet werden und individuell betrachtet werden und der Weg dann angepasst für denjenigen. Und dazu zählt dann eben auch, dass man eben auf sein Körpergefühl hört. Und das habe ich auch schon sehr, sehr oft erwähnt. Aber ich werde es eben auch noch sehr, sehr oft erwähnen, bis es wirklich ein Großteil der Menschen verstanden hat, ja, dass das hier kein Wettrennen ist. Wer ist jetzt hier Fruitarian und wer kann jetzt hier am längsten fasten? Ja, darum geht es nicht, Leute. Es geht wirklich darum, auf sich selber zu hören, seinen Weg anzupassen und dann den Weg langsam zu gehen über viele Jahre. Und viele finden Menschen verstehen noch nicht, die sagen, ja, das dauert doch keine 10, 20, 30 Jahre, die Ernährungsumstellung. Und der hat gesagt, das dauert nur so kurz und so weiter. Ich kann euch aus Erfahrungswerten sagen, aus Coachingserfahrungen und so weiter und aus den Menschen, die ich beobachte schon seit vielen, vielen Jahren, dass das nicht eben von heute auf morgen geht. Wenn man sich mal den Körper anschaut, ja, wie lang die Blutbahnen sind, wie lang die Lymphe ist, ja, was der Körper alles einlagern kann, und dann geht das nicht von heute auf morgen. Den Schaden, den wir über die Generationen uns angetan haben, das kann man nicht von heute auf morgen beheben. Und auch die Länge, die Eckert beschrieben hat in seinem Buch, das ist nicht mehr einzuhalten für die heutige Zeit. Das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Ich kann das dann immer wieder sagen, ja. Es gibt dann immer wieder Menschen, die sagen, ja, warum, das kann doch nicht so lange dauern und so weiter. Doch, es dauert so lange. Und genau deswegen bin ich ja eben der Freund auch, einfach zu sagen, dass diese Umstellung nicht nur 2, 3 Jahre dauert, sondern eben 10, 20, 30 Jahre. Ja? Und ich kann immer wieder nur Brother Air als Beispiel bringen. Brother Air selber hat gesagt, ich werde euch den Artikel auch nochmal, den ich für Silkes Seite geschrieben habe, unter dem Video hier verlinken. Brother Air, der hat sich die ersten 20 Jahre, 20 bis 25 Jahre, hat er sich an die ganzen Grundkenntnisse der Schleimfreien Heilkost gehalten. Ja? Der hat nicht lange Fasten gemacht. Der hat immer die 2, 3 Tage Fasten gemacht. Ab und zu mal. Und aber ansonsten hat er immer über diese 20, 25 Jahre hat er sich an die Grundernährungsregeln der schleimfreien Heilkost gehalten. Nicht nur Früchte, an die Umstellungskost. Das könnt ihr nachlesen in der schleimfreien Heilkost. Die Umstellungskost. Und ich muss auch sagen, was ich gesehen habe oder beobachtet habe über die letzten 9 Jahre, dass bei den Menschen die Ernährungsumstellung perfekt läuft, die erstmal für viele Jahre lang nicht diejenigen, die sofort in die Fruchternährung reingesprungen sind, nicht diejenigen, die sofort lange gefastet haben, ja, diejenigen, die in die Fruchternährung reinspringen, überall verbreiten, ja, ich bin jetzt Fruitarian, die dann andere Leute dann eben dann noch motivieren und sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist scheiße, das ist scheiße, ja, wisst ihr was? Die sieht man für maximal ein paar Jahre und dann verschwinden die von der Bildoberfläche. Dann verschwinden die von der Bildoberfläche. So. Und genau deswegen empfehle ich das nicht, weil ich selbst damals genau die eigenen Erfahrungen gemacht habe und das niemandem empfehle. Deswegen spreche ich ja immer von der Umstellung, von der Wichtigkeit der Umstellung. Umstellung, Umstellung, Umstellung. Deswegen habe ich dieses Video so genannt. Ja? Und es ist so wichtig, dass ich einfach dran zu halten und ja, um nochmal darauf zurückzukommen. Also die Menschen, die wirklich erfolgreich sind und wo es dann am Ende auch mit der rein pflanzlichen Ernährung gut läuft und die später dann auch mal nur Rohkost machen wollen, sind diejenigen, die sich erst für viele Jahre lang vegetarisch ernähren. Vegetarisch mit einem
hohen pflanzlichen Anteil mit einem hohen Rohkostanteil auch vegetarisch erstmal. Für viele, viele Jahre vegetarisch. So. Und dann nach der vegetarischen Ernährung, dann irgendwann in die vegane Ernährung rein. Ja. Aber erst nach vielen, vielen Jahren vegetarisch. Wenn ihr merkt so, oh, puh, jetzt merke ich aber so langsam, ach, vegetarisch ist nicht mehr das, was mir gefällt. Und ja, vielleicht, ja, jetzt möchte ich eher einen Schritt weiter gehen, weil mein Körper sagt mir auch das schon seit langer Zeit. Und ja, dann geht man dann eben den Schritt weiter. Und dann zieht man erstmal für viele Jahre lang vegan durch. So, das habe ich bei vielen beobachtet, ja, die, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahre vegetarisch waren, dann nochmal 5 Jahre vegan. Und danach sind diejenigen in eine reine pflanzenbasierte Ernährung, nicht Rohkost, ja, also pflanzenbasiert ist dann halt ganze Lebensmittel und dann halt eben ein hoher Rohkostanteil mit gedämpften und gekochten Gemüse, gebackenen Gemüse, was alles mit dazugehört. Und dann später, wenn man mal weitergehen möchte, ist aber kein Muss, ja, ist kein Muss, dann in die Rohkost rein. So, das wäre ein Weg, den man gehen könnte. Was ist jetzt dann genau? Was passiert dann bei dem Weg, wenn man diesen Schritt so geht? Dann passiert nämlich genau das. Der Körper hat langsam Zeit, sich umzustellen. Man muss ja sehen, dass unsere Vorfahren mehrere Generationen schon ja wahrscheinlich viel Fleisch gegessen haben und so weiter. Und dann macht man diese Umstellung langsam. Man geht von dieser fleischreichen Ernährung mit der Industriekost und so weiter, geht man langsam zurück mit dem Vegetarischen. Dann bleibt man erstmal viele Jahre dabei. Dann hat der Körper Zeit, sich anzupassen. So. Dann nach dieser Zeit geht man dann noch einen Schritt weiter. Der Körper hat wieder Zeit, sich anzupassen. Aber langsam, langsam, langsam. Und so kommt quasi langsam die Rückregeneration zustande. Und der Körper kommt aber dabei nicht in irgendwelche Zustände rein, wo alles zu schnell geht. Ja? Und das passiert eben bei der früchtebasierten Ernährung. Ja? Das passiert eben dabei. Oder bei dem langen Fasten und so weiter. Man kann zwischendurch fasten. Man kann auch zwischendurch, wenn die Saison da ist, dann auch mal ein paar Wochen nur Früchte essen mit Salate und so weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Der Sommer ist prädestiniert dafür. Aber sobald dann wieder der Körper sagt, halt, jetzt reicht's, jetzt möchte ich gerne wieder was ein bisschen, um den Körper aufzubauen, dann sollte man ihm das auch geben, ja. Und dafür sind dann eben auch die nährstoffreichen Lebensmittel wieder da, sind die Wildkräuter da, man kann sich Sprossen ziehen, grüne Säfte, ja, grüne Lebensmittel allgemein. Dann macht man sich wieder schöne Salate mit Fett, dann integriert man wieder gedämpftes Gemüse, gebackenes Gemüse. So, und da gibt es ja so viele Möglichkeiten heutzutage da draußen. Es gibt auch so viele Rezepte, was man sich machen kann, ja. Und darauf werde ich aber auch noch viel, viel mehr eingehen. Und ich werde auch noch ein paar mehr Rezepte, Übergangsrezepte hier veröffentlichen. So, und da sind wir beim Thema. Das ist jetzt ein Beispiel, wie man sich umstellen kann über viele Jahre hinweg. Das heißt, dass man den Weg langsam geht. Oder man macht das eben so wie Butter Air, 20, 25 Jahre an die Grundkenntnisse der steinfreien Heilkost halten. Was er immer wieder gesagt hat, ist, er hat das Buch so oft gelesen, ja, und hat sich aber immer an die Grundkenntnisse gehalten. Und hat dann eben sich an die Umstellungssalate gehalten und hat seine eigenen Salate entwickelt. Und das war die ersten 20 bis 25 Jahre war das sein Weg, ja. Und da hat er nicht 3000 Jahre gefastet, das hat er nicht gemacht. So, das kam dann eben erst ab dem 25. Jahr, ging es dann los, ja. Da hat er dann gefastet ohne Ende. So. Aber er hat seinen Körper langsam darauf vorbereitet. Und wisst ihr, was er heute immer noch sagt? Er sagt, er ist immer noch in der Umstellung. Das ist letztendlich das, was man lernen kann. Ob es so lange dauert, ob das für jeden so sein muss, das sage ich nicht. Ja? Ich sage immer, dass es für jeden individuell angepasst werden sollte. Und deswegen ist es wichtig, sich auch die schleimfreie Heilkost dann zum Beispiel das Buch nochmal genau durchzulesen und genau zu schauen, wie kann ich genau rausfinden, wie ich den Prozess an mich selber anpassen kann. Ja? Das ist aber wichtig, sich selber zu informieren, selber zu lesen, sich selbst zu befassen, sich selber mit seinem Körper zu befassen, auf seine Signale zu hören. Und es ist nicht auch alles Entgiftung. Ja? Wenn ich das da draußen immer höre, ja, das ist Entgiftung, das ist Entgiftung. Viele haben einfach einen Mineralmangel, muss man auch ganz klar so sagen. Ja? Weil sie sich mit diesen Fruchternährungen und so weiter in den Körper so dermaßen ins Ungleichgewicht bringen, das ist dann keine Entgiftung mehr. Da fehlen Mineralien für die Entgiftung. Der Körper muss sich wieder aufbauen zwischendurch. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, 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 ganz wichtig. Das darf man überhaupt nicht vergessen, sowas. Ja, ihr Lieben, ich werde mich in der nächsten Zeit dem Thema noch viel, viel mehr widmen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt sie gerne unter das Video. Ich biete auch Coachings an diesbezüglich, wer nicht weiß, wie er den Weg für sich selber anpassen kann. Die Coachings sind auf Spendenbasis. Ihr könnt euch gerne melden. Unter jedem Video findet ihr die E-Mail-Adresse, wo ihr mich anschreiben könnt. Und dann, ja, kann man schauen, wo ihr steht und wie man den Weg individuell anpassen kann. Weil ich es ganz, ganz wichtig finde, dass es auch so viele Menschen wie möglich lernen in Zukunft,
dass sie einfach wissen, okay, wie funktioniert das? Wie kann ich das machen? Dass wir in Zukunft, dass jeder auch die Möglichkeit hat, sich langsam umzustellen von der alten Ernährung auf eine neue Ernährung, ohne dabei in Schwierigkeiten zu kommen, ja? Weil ich das einfach so schade finde, da draußen teilweise, dass viele so in diese Fruchternährung reinspringen, zum Beispiel, ja, in eine fruchtbasierte Ernährung, und dann nach ein paar Jahren merken, ach nee, scheiße, das funktioniert gar nicht, die bekommen dann Probleme. War bei mir damals genauso, ich habe auch Probleme bekommen. Und dann habe ich mich langsam wieder umgestellt zurück mit dem gedünsteten Gemüse und so weiter. Ja. Und genau deswegen weiß ich ja, wovon ich rede. So, und ich finde es einfach so wichtig, dass das so viele Menschen wie möglich verstehen und dann auch diesen langsamen Weg bevorzugen und sich nicht in Schwierigkeiten bringen und dann am Ende wieder, ja, zurückfallen und dann wieder, ja, das alte Essen, was sie vorher krank gemacht hat, zum Beispiel Industriekost, Fleisch und so weiter, ja. So, und das möchte ich eben vermeiden. Und dafür ist eben diese langsame Umstellung da, weil so kommt der Körper nicht in die Schwierigkeiten. Okay? Und ja, und das ist letztendlich das auch, womit ich heute das Video abschließen werde. Es werden auf jeden Fall weitere Videos folgen darüber. In diesem Sinne, ihr Lieben, dann ja, wünsche ich euch jetzt alles Gute für die nächste Zeit. Und ja, was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit der Umstellung? Seid ihr auch wie ich in eine fruchtbasierte Ernährung reingesprungen und habt dann später gemerkt, so, oh, das funktioniert überhaupt gar nicht. Wie war das bei euch? In diesem Sinne, hört auf euch selber, hört auf euer Körpergefühl und stellt nicht zu schnell die Ernährung um. Macht die Umstellung langsam über viele, viele Jahre hinweg. Das ist das, was ich euch ans Herz legen kann. Wenn nicht, dann ja, probiert es einfach aus, geht mit dem Kopf durch die Wand, macht eure Erfahrungen, weil Erfahrungen sind sehr, sehr viel wert. Und durch Erfahrungen kann man auch viel lernen. Habe ich ja auch. Eure Entscheidung. Okay, ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.